für alle Dienstleister wirklich jetzt aufgepasst. Kennst du das? Dein Kunde möchte irgendeiner deiner Dienstleistungen buchen und dann musst du mit ihm telefonieren und deinen Terminkalender begutachten und dem seinen Terminkalender und hin und her. Also ich hatte da die Nase voll und habe mich damals für das Wix Buchungssystem, also dieses Wix Bookings entschieden und ich mag nicht mehr zurückgehen. Falls du ein Dienstleister bist und selber Termine online mit deinen Kunden vereinbaren möchtest, dann bleib dran, denn darum geht es heute in diesem Video. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Petra, die Wix-Expertin für den deutschsprachigen Raum und auf diesem Kanal dreht sich alles um Wix und wie man Wix besser machen kann. Falls deine Vorlage, falls deine Webseiten-Design-Vorlage kein Booking bereits im Vorfeld installiert hast, kannst du das jederzeit nachholen. Das ist überhaupt kein Problem. Du musst einfach nur in dem Wix Store die Wix Booking App auf die Seite installieren. Bitte beachte, dass sich dann eine Funktionsseite erstellt, so ähnlich wie beim Wix Blog bzw. all anderen Apps. Und auf dieser Funktionsseite werden alle Dienstleistungen aufgelistet. Falls du aber auch auf jeder anderen Seite die Dienstleistung haben möchtest, hast du die Möglichkeiten, entweder mittels eines Buttons oder eines Widgets diese Dienstleistung auf eine ganz normale Seite einzubinden. Wie würde ich denn vorgehen? Grundsätzlich solltest du dir mal überlegen, welche Art von Dienstleistung du anbieten möchtest. Es gibt drei Möglichkeiten, die man dann nehmen kann: Einzeltermine, Gruppen und Kurse. Also grundsätzlich sollte man sich im Vorfeld schon ein paar Gedanken machen, welche Dienstleistung ist denn online buchbar. Es gibt ein paar Dinge, die sind wichtig zu beachten. Also man muss, die gleiche Dienstleistung kann nicht unterschiedliche Zeiten haben. Also sprich, es kann nicht sein, dass die eine Dienstleistung in dieser Woche 30 Minuten dauert und in der nächsten Woche 45 Minuten. Das funktioniert nicht. Also es muss eine gewisse Konformität da drin sein. Und grundsätzlich ist es so, zu dem Thema Kosten, die App an sich kostet nichts. Für die Nutzung der App zahlst du ebenfalls keine Provision. Wenn die Buchung allerdings über deine Seite durchgeführt werden möchte, dann brauchst du mindestens ein Business-Paket. Welche Premium-Pakete innerhalb dieser Business- und E-Commerce-Webseiten Angebote von Wix für dich in Frage kämen, kannst du dir auch gerne an dem Video, was ich letzte Woche gemacht habe, verlinke ich nochmal in die Kommentare, anschauen. Grundsätzlich würde ich dir empfehlen Business Unlimited, da spreche ich aber in dem Video ein bisschen genauer darüber. Aber um Online-Zahlungen entgegennehmen zu können in Wix Bookings, brauchst du ein Business-Paket. Und gleichzeitig solltest du auch die Zahlungsoptionen mit deiner Webseite verbinden. Es kann nicht sein, dass du bestimmte Bezahloptionen nur für Bookings nimmst und andere Bezahloptionen für die gesamte Webseite. Das funktioniert so nicht, sondern alle Zahlarten, die in der Webseite drin sind, funktionieren auch für Bookings. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte eine Zeit lang PayPal als Bezahloption für meine Rechnungen und so weiter und so fort. Und habe dann festgestellt, dadurch, dass ich Kunden sowohl aus der Schweiz als auch aus Österreich habe, dass die Gebühren von PayPal innerhalb der Länder sehr stark unterschiedlich sind und habe mich dagegen entschieden. Und somit kann ich nicht die Buchung per PayPal anbinden. Ich nutze Wix Payments, ich bin damit super zufrieden. Ich muss auch dazu sagen, wenn es klappt, klappt es wunderbar. Wenn es nicht klappt, da hat man tatsächlich ein paar Probleme. Habe ich auch ein paar Kunden gehabt. Wenn sich das lösen lässt, ist dann auch alles wieder gut. Und da bezahlst du grundsätzlich die Standardgebühren für jede Transaktion, unabhängig davon, ob die vom Wix Bookings kommt, ob die von dem Wix Shop kommt oder Events, wo auch immer. Also diese Standardtransaktionsgebühren, die sind dann noch mit drin dabei. Wie geht man vor? Das heißt, man installiert als erstes Wix Bookings auf die Seite, es sei denn, deine Designvorlage hat bereits die App installiert. Im zweiten Schritt solltest du die Standardarbeitszeiten
deines Shops feststellen. Also man muss hier unterscheiden zwischen Mitarbeiter und Geschäft. So muss man sich einfach vorstellen. Und du definierst als erstes das Backend, also die Standardseiten des Geschäfts. Nehmen wir mal an, die Buchungen sind verfügbar von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. So, du hast vielleicht ein paar Mitarbeiter und jeder dieser Mitarbeiter hat eigene Zeiten, jemand kommt nur am Montag, jemand kommt nur am Mittwoch. Diese Mitarbeiter kannst du alle innerhalb des Bookings anlegen mit deren ihren Arbeitszeiten und Wix Booking wird automatisch so prüfen gegenüber der Standardzeit, ob dieser Mitarbeiter zur Verfügung steht oder nicht. In der Dienstleistung selber kannst du bestimmten Mitarbeitern für diese Dienstleistung zuordnen. Also nehmen wir mal an, du bist Naturheilpraktiker und der eine macht Akupunktur und der andere macht es nicht, dann wäre die Dienstleistung Akupunktur nur dem einen Praktiker zur Verfügung gestellt und richtet sich somit nach dem seinen Kalender. Wenn der im Urlaub ist und nicht da und es gibt keine Vertretung, ist diese Dienstleistung nicht buchbar. Ich finde das schon super. Gleichzeitig sollte man etwas ansprechen. Wix Bookings synchronisiert mit dem Google Kalender. Das ist fantastisch, aber dafür brauchst du halt eben eine Google, also eine Gmail-Adresse. Die würde ich dir so oder so empfehlen, es zu haben, denn auch für Google Analytics und für die Google Suchkonsole brauchst du ja irgendwo ein Login für Google und dementsprechend kannst du dir auch dort einfach das mit dem Kalender verbinden und auf dein Handy installieren und somit, also zumindest bei mir, wird es automatisch aktualisiert, also es wird synchronisiert mit meinem Kalender. Das heißt, wenn ich privat auch Termine mache, dann kann ich auch jederzeit sehen, ist dort eine Buchung, muss ich vor Ort sein oder nicht. Jetzt sagst du vielleicht, ich bin aber alleine, also sind die Standardarbeitszeiten und meine Arbeitszeiten gleich. Würde ich so nicht sagen und würde ich so auch nicht machen. Ich zum Beispiel habe keine Mitarbeiter, habe aber 3 Mitarbeiter in meinen Wix Bookings angelegt. Zum einen habe ich Arbeitszeiten, zum Beispiel wenn ich Workshops als in Wix Bookings anbiete, die tatsächlich am Wochenende stattfinden, das wiederum niemals in meinen Arbeitszeiten drin sind. Also da habe ich einen extra fiktiven Mitarbeiter und ich habe einen Mitarbeiter für Geschichten, die ich ohne Kunden durchführe, im Auftrag der Kunden, wie zum Beispiel die Domain-Verbindung. Also wenn jemand Probleme hat, die externe Domain mit Wix zu verbinden, dann würde ich dir empfehlen, ein paar Tutorials, ne? Also das ist mal grundsätzlich die kostengünstigste Variation. Ich verlinke mal alle, die ich dazu gemacht habe, auch ganz gerne in die Beschreibung. Oder man bucht mich und dadurch, dass das ohne Kunden stattfinden kann, habe ich einen fiktiven Online-Mitarbeiter, der ist jederzeit verfügbar. Somit kann Kunde jederzeit diese Dienstleistung buchen und ich kann im Hintergrund an dieser Dienstleistung arbeiten, sobald ich Zeit habe. Ob das jetzt sonntags morgens um 4 oder 4:30 ist, ja, ich bin crazy, ich stehe wirklich sehr früh auf. Oder halt auch abends, wenn ich nach Hause komme, das spielt keine Rolle, aber so kann der Kunde jederzeit die Dienstleistung buchen. So, der zweite Schritt in dem Prozess ist es, dass du sehr wohl nicht nur die Dienstleistung, sondern auch die Rücktrittsbedingungen im Backend definieren sollst, wann, also wie früh und wie spät man eine Buchung durchführen kann. Stell dir mal vor, du könntest Buchungen für die nächste Stunde machen, dann bist du als Selbstständiger, musst du eigentlich immer präsent sein. Also bei mir kann man spätestens einen Tag vorher die Buchung für den nächsten Tag machen. Somit kann ich meine Arbeitsabläufe besser planen. Wenn du im Büro so oder so bist, dann brauchst du das nicht zu beachten.
Dann gibt es auch etwas, was du beachten solltest, und zwar die Pufferzeiten zwischen den einzelnen Buchungen. Und diese sind wirklich wichtig. Wenn du so wie ich Online-Service anbietest und nachdem du 60 Minuten gesprochen hast, kann es sehr wohl passieren, dass sofort danach jemand die Dienstleistung bucht, denn der Kalender würde sagen, da ist sie frei. Nun beendet man aber niemals richtig auf den Punkt, das wäre das erste Mal, dass ich das mache, auf den Punkt genau die Stunde. Und zweitens, man muss vielleicht doch nochmal einen Schluck Wasser trinken oder vielleicht sogar für die Stunde noch etwas vorzubereiten. Also hat man in Wix Bookings die Möglichkeit, eine Pufferzeit einzulegen. Und das Ganze wirst du einfach im Backend einstellen. Das kannst du auch verändern. Das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit einspielen. Das siehst du dann halt einfach, nachdem du das genutzt hast. Aber ich würde dir raten, so erfahrungsgemäß mindestens 15 Minuten zwischen den einzelnen Terminen einzuplanen. Ne? So. Was man auch wissen sollte, ist, man sollte sich für die Dienstleistungen AGBs erstellen. Pflicht sind sie nicht, aber sie regeln im Zweifelsfall das Verhältnis, wann kommt ein Vertrag zustande, wann kann ein Vertrag beendet werden und so weiter, also falls es zu Konflikten kommt. Und selbst in Wix Bookings sollte man auch die Rücktrittsbedingungen, diese werden in dem Checkout angezeigt, definieren. Das heißt, wann kann man zu welchen Konditionen den Termin canceln. Und das ist etwas, da würde ich dir wirklich ans Herz auch legen, dir zu überlegen, wie du das handhabst. Wenn jetzt jemand einen Autounfall hat, du musst das Geld ja nicht anfordern, also das liegt in deinem Ermessen. Aber manche Menschen, vor allem wenn man Dienstleistungen nicht im Voraus kostenpflichtig macht, vergessen die Termine sehr gerne oder es ist sehr einfach, so einen Online-Termin zu verschieben. Das bedeutet aber, dass du in dieser Zeit niemand anderes hättest gebucht haben können, ne? Ja, du weißt, was ich meine, und dass du dich auch darauf vorbereitet hast. Also ich habe mich dafür entschieden, dass alle meine Dienstleistungen im Vorfeld zahlbar sind. Somit muss ich auch nicht hinterherrennen, um zu überprüfen, ist das Geld da, wurde das bezahlt, vor allem wenn du ein wirkliches Online-Business hast und du Wix als deine Plattform nutzt, wo alle Termine drüber laufen, kann man da schon den Überblick verlieren. Und deswegen ist es ja schon mal ganz gut, wenn man das im Vorfeld zahlbar macht. Zu diesem Thema ist auch etwas, was du dann im nächsten Schritt machen sollst, nachdem du die AGBs und die Rücktrittbedingungen definiert hast, ist, und zwar nämlich die Benachrichtigung, die an die Kunden rausgeht. Du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst auch eine Erinnerung per SMS einstellen. Habe ich jetzt nicht. Ich möchte das auch nicht haben. Oder per E-Mail. Du schickst selbstverständlich eine Bestätigung der Buchung heraus. Dort sind deine Standardtexte drin. Du hast die Erinnerung, du kannst aber auch eine Bestätigung rausschicken, nachdem die Stunde stattgefunden hat, und dort auch eventuell Angebote zum anderen Kurs oder zu der anderen Dienstleistung anbieten. Nun kommen wir dazu, wie du die Widgets auf der Seite gestaltest. Und du solltest, und das ist manchmal, haben manche Menschen damit ein bisschen ein Problem, weil man halt eben die einzelnen Funktionsseiten ebenfalls gestalten sollte. Das macht man so. Was man ebenfalls wissen sollte, ist, dass jede Dienstleistung nicht nur einen eigenen Mitarbeiter haben kann, sondern ein eigenes Formular. Und das gibt es noch gar nicht so lange und ich finde das fantastisch. Wenn ich zum Beispiel, ich biete
A, die Dienstleistung SEO Boost. Das heißt, da beschäftigen wir uns hauptsächlich um das Thema, die richtigen Suchbegriffe für die Firma zu finden. Dann möchte ich in dem Buchungsformular ein paar andere Informationen haben, als eben zu dem Thema Domain verbinden. Dort benötige ich Informationen wie, wo liegt der Registrar und so weiter und so fort. Du kannst für jede einzelne Dienstleistung kannst ein eigenes Buchungsformular machen und dieser ist spezifisch. Das solltest du aber auch bedenken, wenn du die Dienstleistung duplizierst, damit du das Ganze dann entweder wieder auf Standard setzt oder halt eben dort das Formular anpasst. Falls dir das alles zu schnell gegangen ist, kannst du dir auch meine Checkliste zum Einrichten von Wix Bookings runterladen. Den Link findest du in der Beschreibung und ansonsten Termine online entgegennehmen ist schon ganz cool, denn keiner mag weder Cold Calls noch E-Mails hinterher. Ne? Also in diesem Sinne, hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst. Und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen. Und in diesem Sinne, let's wix it, deine Petra.